Wo ist denn jetzt der Hyperloop nochmal schnell? Der war da unten und dann rechts irgendwo, glaube ich. Oder, wenn ich mich nicht ganz täusche. Yes. Ah, der mit dem Feuermodul. Der Percy. Einen Moment lausche ich nur nach dem letzten Schliff für die Reparatur. Weiß halt nicht, ob er wieder geredet hat mit mir, aber ja. Und los geht's, wieder funktionstüchtig. Ha, was das Brandmodul nicht alles kann. Perfektes Timing, nebenbei bemerkt, ich habe in der Stadt nach dir gesucht. Ich habe ein paar Neuigkeiten. Meine Erfindung, die Krönung meines ganzen Lebens, ist endlich fertig, Lausi. Ja, genau. In wenigen Wochen wird das Brandmodul für alle derzeitigen Mitarbeiter von Duxolis auf den Markt kommen. Das ist erstaunlich, Percy. Herzlichen Glückwunsch. Also, hast du deshalb nach mir gesucht, um mir die guten Neuigkeiten mitzuteilen? Nun, teilweise. Eigentlich bin ich hier, um dir persönlich mein eigenes Brandmodul zu geben. Du warst so nett zu mir, Lausi. Einer der wenigen, die sich wirklich für mein Projekt interessiert haben. Nur zu, es ist vollkommen ungefährlich. Einfach einstecken. Brandmodul installiert. Wie jemand das mit das Emoji mit die Sonnenbrille macht. Die Möglichkeiten mit diesem Modul sind endlos. Es kann Gras und Hecken verbrennen oder Fackeln anzünden. Wenn du es benennen kannst. Was? Wenn du es benennen kannst, kannst du es verbrennen? Was soll das heißen? Na, wurscht. Ich bin sicher, dass du es beim Erklimmen der Pyramide von Salt gut gebrauchen kannst. Salt, okay. Die Pyramide von Salt? Ja, hat Reitschel es doch nicht erzählt, es ist der Ort, an dem wir den nächsten Titanen gefunden haben. Oh. Wie auch immer, ich sollte jetzt zurückgehen, oder Larry wird einen seiner fiesen Streiche an meinem Schreibtisch veranstalten. Brennt hell. Brennt hell. Das ist zwar leuchtehell, aber okay. Jetzt kann ich da einen Hyperloop benutzen? Wieso schalte ich da das Licht aus und ein? Ja, wurscht. Ich muss jetzt vorher mal Pauperi durchsuchen. Warte mal, wie sind das mit den Modulen gegangen? Schnell. Ich habe keinen Plan mehr, wie ich die Module eingesetzt habe. Aha. Komme ich in der Dings? Ah, da unten. Okay, aber wie? Wow, wie habe ich die Module geschwind eingesetzt? Ich möchte mich das gerne versuchen mit den Häkchen. Weil das macht schon Sinn. Dass ich da die Gegenstände hinter die Hecken dann endlich einsammeln kann, so wie der ist, oder? Achso. Bei Long Pressing aktiviere ich das Fenster zum Auswählen und bei Kurzdrücken tue ich es dann einsetzen. Und das ist anscheinend tatsächlich ein Modul, das nicht aufgeladen werden muss. So, wo war denn da jetzt noch was? Da hinten ist ein Kitty-Dings. Ist nix, kann ich da eigentlich nur immer eine? Okay, ich kann noch immer eine. Das wäre. Ich bin in letzter Zeit immer wieder so Lust, dass ich wieder mal in RPG Maker aktiviere, aber. Nein, es sind die süßen drei, wie sie da im Kreis tanzen. Ah, das wäre jetzt cool, wenn da dahinter was gewesen wäre. Jetzt ist dann bald das Summer Game Fest. In der kommenden Woche ist es Summer Game Fest wieder. Da werde ich dann wieder weiter Karoman spielen. Da werden wir uns alle Events anschauen im Livestream gemeinsam. Und während die Pausen sind zwischen die Konferenzen und Events, werde ich immer Karoman weiterspielen. Und vielleicht ein Lego-Set zusammenbauen. Ich hab so ein Nintendo Entertainment System. Na, ewig nicht mehr. Also, ich kann mich nicht erinnern. Das ist Jahre her. Ich habe in letzter Zeit einfach immer so. Ich hätte Lust drauf, aber ich weiß halt einfach, dass das immer mutzlang dauert, sowas zu machen. Und da muss die Motivation anhalten. Okay, da kann ich mir jetzt in Zukunft ein bisschen durchs Gras gehen, ohne dass wir Karaman begegnen. Und. Ich warte aus dem Grund, ehrlich gesagt,
die ganze Zeit schon auf irgendeinen Contest oder so. Dass ich einfach einmal einen Grund habe, dass ich wieder mal aktiviere das Ganze. Dann kann ich das irgendwie beschleunigen. Das ist der schnellste Weg. Okay, der hat da Früchte anpflanzt, sehr gut. Und dann kann ich mich erinnern, dass da beim Sumpfeingang auch noch irgendwo eine Kiste geflogen ist. Die müsste jetzt ja auch gelandet sein, weil ich den Spuk ja beendet habe. Jawohl. Und ich schätze mal, dass ich jetzt den Hyperloop benutzen muss, dass ich weiterkomme. Aber ich gehe nicht davon aus, dass du wieder mal irgend so ein Tool zum Spiele entwickeln oder Spiele zusammenklicken. Weil entwickeln ist ja schon viel gesagt. Angegriffen hast. Ah, und heilen wäre nicht schlecht. Ja, es gibt inzwischen natürlich einige neuere schon, wo man halt wieder typisch so wie damals beim XP programmieren kann. Nur jetzt glaube ich nicht mehr mit Ruby, sondern mit anderen Sachen. Ich weiß es nicht einmal mehr, ehrlich gesagt. Aber weißt du, was mich immer so ein bisschen stört an die alten, an die neuen Versionen? Mir taugt das nicht so, wenn das nicht die coole pixelige Grafik ist. Ich finde die Pixel-Art-Style-Grafik so charmant, die hat so einen guten Charme, dass mir da ehrlich gesagt lieber ist. So, steig ein, Hyperloop. Was auch immer ein Hyperloop ist, irgendein Zug oder sowas. Oh ja. Und? Er war ein bisschen unspektakulär jetzt irgendwie. Ich glaube, da MZ ist der neueste oder MX. Vostin-Wüste. Ah, warte mal, da werden neue Koromon auftauchen. Da bietet sich es jetzt gut an, dass ich da jetzt mit da durchkämpfe durchs Gestrüpp. Wow, ich kann sogar die großen Büsche anzünden. Cool. Ja, da drüben wird auch ein Trainer sein. Warte mal, wir sind in einer Wüste. Da wird jetzt John Kröt Fieri tun und das Dezi. Bei dem um Wasserattacken. Ich könnte mir vorstellen, dass da ein bisschen was los ist mit Wasserattacken. Ja. Tuga. Autsch, ich wurde ins Knie gestochen, weil ich gegen einen Kaktus gestoßen bin. Aber das wird meine Kampffähigkeit nicht beeinträchtigen. Also das ist die Tuga, oder? Ja. Ein Guildwing. Okay, wo war ich? Voll daneben. Was Feuerkarmon angeht in der Wüste. Da hätte jetzt wahrscheinlich der Arzt was Gutes gemacht. Aber vielleicht ist das gleiche wie bei Pokémon, dass Eis effektiver Flug ist. Na. Aber es hat einem relativ viel gemacht. Meh. Wegen an. LP. Aber wenn da jetzt die Trainer-Level nicht gleich massiv ansteigen ein bisschen, dann wird das ziemlich zart werden. So weiter. Ah, da hinten sind Pyramiden. Also ich bin schon mal richtig. Da ist irgendwo der Ambi. Da ist irgendwo der nächste Titan wahrscheinlich. So, das ist blockiert. Hab ich gar nicht mitgekriegt. Ich schätze mal, dass ich nicht vergiftet werden kann als Giftwasser-Koromon. Jetzt ist er vergiftet. Wieso kann ich vergiftet werden als Gift-Koromon? Das macht no fucking sense. Das John-Kröte schaut so furchtbar aus. Also das Design ist eine Katastrophe. Ja, was wird da, du weißt was, es machen ja ganz ganz viel Leute was mit Unity, was ist mit der los, wieso sind da Rufzeichen auf der oben, das Unity, das würde mich heute halt einmal richtig grob interessieren, gell?
Meine Bohrschaufel, sie zeigt einen riesigen Stapel Edelsteine an gleich drüben links. Aber da ist eine dumme Pflanze im Weg. Ich habe versucht, mein Schubmodul zu verwenden, aber die Kraft geht direkt hindurch. Und das Mief-Modul hat den Busch nur fürchterlich riechen lassen. Wenn du noch irgendein anderes Modul bei dir hast, bitte, ich brauche Hilfe. Und tschüss. Hast du das für mich getan? Sicher. Ich hoffe, du teilst mit mir. Was? Was war das jetzt? Oh. Ja, gefunden. Ich hoffe, du schätzt es, Fremdling. Ich werde reich werden. Hier ist ein winzig kleiner Teil meines Gewinns für deine Mühen. 600 Gold. What? Hey, der hat das irgendwie ausgehoben oder so. Ein Bodenspinner. Und die Gadot oder Gadot Engine ist die rein auf tja, wie soll ich das jetzt erklären? Wie darf ich mir die vorstellen? Die Engine. Ja, sehr effektiv. Passt. Also zumindest gegen die Wüsten Koromon. Ich weiß zwar nicht, was das für ein Typ ist, ist das effektiv. Hä? Ist da hinter dem Busch was? Bei dem Stein oder was? Ja. EP-Chip? Das ist ein EP-Chip. Dieser Handschuh-Chip erhöht die verdienten EP für 10 Minuten. Ach so. Okay, das hätte ich mir schon mal anschauen können und dann hätte ich immer mehr EP gekriegt. Wobei ich bis heute nicht ganz weiß, für was die EP überhaupt sind. Gut, da unten haben wir schon gekämpft. Zumindest, dass ich nicht so viel Kämpfe machen muss. Weil ich da mit dem Feuer-Brandmodul ziemlich gut um mich. Ist auch nicht schlecht, wenn man so ein Feuerbändiger ist. Das schaut auch irgendwie verdächtig aus, aber das ist mir jetzt irgendwie. Das dauert mir, glaube ich, zu lang. Die Büsche brauchen halt ein bisschen länger, bis sie abbrennt sind. Jetzt wird da nichts sein, weil ich nicht wissen, wo. Ja. Das ist aber auch ein cooles Design irgendwie von der Wüste. Es erinnert mich ein bisschen an einen Wüstenabschnitt beim Spiel Crosscode. Das mache ich mit einem angespielt Crosscode. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst an den Lachsen, der was Welserbar gemacht hat. Der hat ja dann weiter, das habe ich dir sogar mal gesagt, Crosscode, kannst du dich noch erinnern? Das ist das coole Spiel. Das ist in HTML5 gemacht worden und war vorher so eine Browser-Anwendung und das ist mittlerweile für alle möglichen Engines erschienen, also auch für Switch zum Beispiel. Ich habe es für Switch sogar physisch. Das ist echt cool. Das ist ein richtig gutes Spiel, also geiler Pixel-Art-Style. Manche sagen, dass die Hitze in dieser sengenden Wüste eine verrückt machen kann. In meinem Fall war ich schon verrückt. Auf Muffers! Okay. Das Entwicklerstudio macht jetzt eh gerade wieder ein neues Spiel. Das heißt Project Terra. Yes! Wieder sehr effektiv. So, ob so Art Sand oder Stein oder Boden, Koromon, ist das alles sehr effektiv. Wenn ich Wolkenbruch und Wasserattacken zumindest einsetzt. Und durch Trainerkämpfe kriegt man zumindest ein bisschen mehr Erfahrungspunkte als durch Kämpfe gegen wilde Koromon.
So. Ich mag zumindest nicht, dass man alles durch die Lappen geht. Aber da ist eh nichts. Unten ist noch eine Truhe. Das ist nur der einfachste Weg. Ah, okay, ich glaube, da kann ich durch. Dahinter. Lass die Ebene gerne um eins nicht zu, um einen Pixel. Aber da, die Kiste will ich nicht anzünden. Initiative Kuchen, okay. Muss ich mal nochmal anfangen, dass ich mein ganzes Klumpert verkaufe. What? Achso, wenn ich beim Kaktus anstoß, tut mir das weh? Was? Und wegbrennen kann man es auch nicht. Dich habe ich eh gesehen, keine Sorge. Die Patricia. Musste nach meiner Wanderung durch die sengende Sande eine Verschnaufpause einlegen. Jetzt bin ich wieder vollkommen abgekühlt. Mal sehen, ob es meinem Koromon auch so geht. 3 Stück Koromonsens. Und das ist ein Eiskoromon. Da hilft mir jetzt wahrscheinlich da. Da machen wir mehr giftige Wolke. Jetzt mal nochmal vergiften. Und jetzt wechseln wir auf Volcadon. In der wirklich Eis. Aber wenn du Blitzflug hast, dann muss er auf sowas wie Blitzart Eis. Was? Hat er gerade eine Feuerattacke eingesetzt? Willst du mich pflanzen? Ja. Gut verdruckt. Ja, boi. Haut hin. Passt. Ah, warte mal, wo hat er denn wenig? Initiative hat er ganz extrem wenig, aber hat er den einen Stein, dass er schneller sein darf? Haben wir den auf viel weiter? Kryo, das ist auch schon wieder Eis. Also, der hat. Achso, deswegen wegen abkühlen. Das hat sie gemeint mit abkühlen. Ja. Ah, ist Eisbärli, was ein Starter ist. Naja, das. Da hat sie natürlich keine Meter. Weil ich habe so hohes Level durchs Leveln beim Titanen extra. Und eine Belohnung habe ich auch gekriegt. Du hast einen Beförderungsbonus eingefordert. Goldklumpen einmal wurde dem Inventar hinzugefügt. Das ist sowas wie ein Nugget, nehme ich mir an. Das ist die Frage. Tauchen du wilde Koromon in der Höhle auf? Warnung, die sengende Sande liegen vor dir. Die sengenden Sande, wieder mal Übersetzungsfehler zur Abwechslung. Ja. Ich muss Instinktduft einsetzen. Mais, bitte, Bolz. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich das schon hab. Kann ich da nicht irgendwo sehen, ob ich ein Koromon schon hab? So. Müssen wir schnell wechseln. Wen hau ich denn da jetzt Fieri? Wenn da jetzt Elektro-Koromon drinnen sind in der Höhle, dann ist es am gescheitesten aufs DC wechseln, würde ich sagen. Rückschrittspille. Das ist eine Rückschrittspille, bitte. Achso. Wieso kann ich Smith-Modul eigentlich nicht eins? Achso, wo kann ich? So. Herodezo, servus, grüß dich! Ich muss ein bisschen chillen, bevor wir heute mit. Ah, Smith-Modul hat wieder super gewirkt. Ich muss noch ein bisschen chillen, bevor wir heute mit Little Nightmares loslegen. Ja, Piper Girl auch am Start. Habt ihr schon genug für The Legend of Zelda Tears of the Kingdom heute? Oder spielt ihr es nebenbei im Handheld? Weil da sind ein paar Stunden ja nichts, vor allem am Anfang. Aber ich will euch nicht demotivieren, aber es passiert dann doch, dass man ein bisschen
die Motivation verliert durch gewisse Faktoren im Spiel, sagen wir so. Okay. Da wundert es mich, wenn du das eingezockt hast, dass du dann einfach so eiskalt aufhören kannst. Weil ich habe den lausig angespielt Stream damals gemacht. Mein neuestes Format. Und also da, das hat schon passt so. Da hätte ich ohne weiteres noch länger spielen können. Ich meine, an dem Tag nicht mehr, aber da hätte ich nicht nach einer Stunde, sagen wir so, aufhören können.